So, moin moin ihr Lieben, wir machen weiter mit unserem frühen Check der Bundesliga-Vereine. Wie stehen sie aktuell da? So ein bisschen Blick noch auf die vergangene Saison, ein bisschen Blick auf die Vorbereitung, Blick in ersten auf die Neuzugänge, auf die Abgänge, um dann so vom Bauchgefühl her mal zu schauen, in welche Richtung könnte es mit dem Verein gehen. Wir starten heute mit Mainz 05. Ich habe schon viel gelesen, dass Mainz 05 als das Stuttgart der neuen Saison gesehen wird, als die Überraschungsmannschaft. Hier will ich eine fette Bremse reinhauen. Bevor ich das mache, ganz kurz der Hinweis, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu unseren Managerspielen Kicker Interactive, erste und zweite Liga, dritte werden wir noch gründen. Wir haben Classic mit am Start. Wir haben ein Tippspiel von Kicktipp mit am Start mit über 300 Teilnehmern und natürlich das Top-11-Team www.manager-united.de. Hier könnt ihr euch anmelden. Wir gründen hier eine neue Liga, Top-11-Spiel. 11 Spieler darfst du auswählen aus 11 Vereinen auf 11 verschiedenen Positionen. Wenn du dich jetzt noch anmeldest, wirst du im Ligensystem relativ weit oben einsteigen können und bist Gründungsmitglied der Manager United Liga. So viel als Werbeblock vorab. Wir schauen zu Mainz 05. Schau noch mal ganz kurz auf die unglaubliche Statistik von Bo Henriksson. Hier seht ihr, er ist gekommen. Ein Sieg gab es damals beim 2:0 für die Mainzer in der Saison. Und mit Bo Henriksson, unfassbare Statistik, die er an den Tag gelegt hat. Unfassbare Energie, die er an den Tag gelegt hat. Also richtig, richtig krass. Und vieles auf jeden Fall, was dafür sprechen könnte, dass die Mainzer eine überragende Saison spielen werden und es vielleicht in Stuttgart dann gleich tun. Vielleicht nicht so krass mit Platz 2, aber vielleicht mit der Euroleague. Zumindest ist es im Bereich des Denkbaren. Aber wir schauen ganz kurz einmal hier auf den Kader der Mainzer und wir stellen folgendes Problem fest, beziehungsweise ich zeige es, glaube ich, lieber über den Transfermarkt erstmal. Wir haben unglaublich wichtige Abgänge bei den Mainzern, die nicht unterschätzt werden dürfen. Das eine ist Leandro Barrero, er ist gegangen, und genauso Sepp Vandenberg. Erstmal zu Barrero, defensiver Spieler, sehr, sehr wichtig. Spieler der Mainzer. Die Mainzer haben das direkt aufgefangen, haben gute 2,5 Millionen in die Hand genommen, haben sich Kai Schusano geholt. Verschiedenen Gründen recherchiert es selber. Also er hat eine Anzeige derzeit. Man weiß nicht genau, was ist. Er ist auf jeden Fall nicht dabei. Naja, zumindest noch nicht dabei. Je nachdem, wie die Geschichte ausgeht. Völlig egal, wie die Geschichte ausgeht. Er wird auf jeden Fall erstmal nicht zur Verfügung stehen. Und dann muss man mal gucken, ob und wie er aus dieser Geschichte überhaupt nochmal rauskommt. Das heißt, hier klafft ein Riesenloch. Ich bewerte das jetzt mal nur sportlich. Bei den Mainzern im defensiven Mittelfeld. Das ist nicht zu unterschätzen. Genauso wenig zu unterschätzen, sondern noch viel höher zu schätzen ist Sepp Vandenberg. Seine Rolle, er war die Liverpool-Leihgabe, er ist wieder zurückgegangen. Seine Rolle in der Innenverteidigung, in der Abwehr der Mainzer, riesengroß, muss man ganz klar sagen. Natürlich in Hanke Olsen mit einer überragenden Runde unter Bo Henriksson, aber eben mit einem Sepp Vandenberg neben sich. Diese Lücke muss Mainz 05 gestopft bekommen. Sollte das nicht der Fall sein, kann es für mich auch wieder gegen den Abstieg gehen. Auch wenn ich die Offensive absolut überragend finde. Und hier will ich einfach mal ganz kurz reingehen. Amiri ist jetzt fest verpflichtet mit 27 Jahren, noch im besten Fußballeralter. Wahnsinnspick für die Mainzer, muss man ganz klar sagen. Brian Gruder, braucht man nicht drüber reden. Wenn der gehen sollte für viel, viel Geld, die Mainzer würden das aufgefangen bekommen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und zwar, weil sie Paul Nebel, die Leihgabe, wieder zurück haben. Paul Nebel, richtig starker Spieler auch, wie ich finde. Ihr seht hier Paul Nebel vom KSC in die zweite Liga, war er geliehen gewesen. Eine starke Saison für den KSC gespielt. Wie gesagt, er kommt zurück, er könnte Gruder direkt und 1:1 ersetzen. Richtig stark. Genauso ist ein Lee natürlich richtig stark. Ein Paul Nebel könnte sogar auch für Lee einspringen oder spielen, sollte Gruder dann doch bleiben. Und im Sturmzentrum, ich will hier nicht über Ajorg sprechen, ich will auch nicht über Onisivo sprechen. Johnny Burkhardt, immer noch 24 Jahre jung. Ich hoffe, er hat sein Verletzungspech überwunden. Überragender Spieler, wie ich finde. Genauso finde ich Nelson Viper, oder ich könnte mir vorstellen, dass Nelson Viper
wahnsinnig guter Spieler wird bei Mainz 05. Lange verletzt. Natürlich braucht er noch, bis er bei 100% ist. Natürlich wird er sich erst einmal über Einwechslungen empfehlen müssen. Aber wenn ihm das gelingt, dann wird Nelson Weiper the next Brian Gruder. Armindo Sieb als Leihgabe vom FC Bayern, bin ich sehr, sehr gespannt. Also die Offensive, ihr seht es, der Mainzer ist richtig gespickt mit wahnsinnig guten Spielern. Defensiv muss man schauen, wie die Mainzer sich so aufgestellt bekommen, dass sie hinten den Laden dicht halten können und nach vorne dann ihre ganze Energie entwickeln können. So viel erstmal zu Mainz 05. Ich gehe nochmal ganz kurz hier auf die Aufstellung derzeit, wie sie der Liga Insider sieht. Die machen genau das gleiche Thema auf. Einen Neuzugang braucht es in der Innenverteidigung. Ihr seht auch hier, ein Sano ist noch nicht mal mehr aufgelistet hier. Auch ein Neuzugang eben. Oder Kraus. Kasim Vene könnte eigentlich funktionieren. Also ab hier finde ich alles in Ordnung. Aber es braucht eben in der Innenverteidigung einen wichtigen, wichtigen Spieler. Und wenn hier eben Gruder gehen sollte, dann wird hier Nebel spielen. Also offensiv wenig Sorgen um Mainz. Ich glaube, das könnte wieder ein richtig geiler, spannender, spektakulärer Mainzer Fußball werden. Wofür ich wirklich Mainzer und Bohin Hendriksen liebe, weil so eine Art von Fußball macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu gucken. Aber wie gesagt, defensiv gucken, ansonsten kann es auch erstmal wieder gegen den Abstieg gehen. So viel meine erste Einschätzung zu Mainz 05. Ich freue mich dann jetzt aufs Wochenende, wenn die Testspiele richtig losgehen. Auch zu den Testspielen werde ich natürlich dezidierte Informationen raushauen, gucken, welche Spieler können sich hier aufdrängen, wo gibt es dann doch vielleicht nochmal Variationen. Wie gesagt, wir sind, was die Vorbereitung betrifft, noch in einer sehr, sehr frühen Phase, wo es noch sehr viele Veränderungen geben kann. Ich freue mich, dass die Videos gefeiert werden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.